Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst. Mein Name ist Martin Krolopp und heute geht es um eine etwas sonderliche Kamera, nämlich um die Sony RX 0 Mark II. Die liegt jetzt gerade hier und fährt jetzt gerade hier ins Bild rein. Das ist die Mark II. Hier sieht man, ich kann es jetzt auch mal gerne hinstellen, hier sieht man noch den Vorgänger. Und das Interessante ist natürlich auch, wenn man die jetzt mal nebeneinander stellt und die Größen vergleicht, dann sieht man auch gleich, was die Mark II von der Mark I Version hauptsächlich unterscheidet. Bevor wir aber jetzt in die Kamera gehen, ich habe auch ein paar Sachen, die mich so richtig stören an der Kamera, die wir auch besprechen werden. Das ist eine Kamera, die schon ein bisschen besonders ist. Was ist denn überhaupt diese RX 0, die jetzt Sony vor über einem Jahr auf den Markt gebracht hat, also die Version natürlich. Das ist eine Actioncam, die allerdings nicht mit so einem Fingersstecknadelgroßen Sensorkopf ausgestattet ist, sondern mit einem 1-Zoll-Sensor. Das ist 1:1 der Sensor, der in der RX 100 verbaut ist. Der RX 100 ist ja schon die Kamera, die in der 6. Version, glaube ich, oder in der 7. Version verfügbar ist. Und so eine edelkompakte von Sony eben ist. Dieser High-End-Sensor, der ist eben in dieses kleine, winzige Gehäuse gelaufen. Das ist es. So sieht's aus und der Sensor dürfte fast so groß sein, wie jetzt ich hier zeige. Das Ganze ist mit einem super soliden Objektiv ausgestattet, sehr einfach zu bedienen. Einmal anmachen, einmal auslösen. Dann hat man nicht viele Knöpfe, man hat ein wirkliches Schraubgewinde. Das Ganze ist garniert mit Anschlüssen und da lässt sich zum Beispiel auch schon zeigen, für was diese Kamera konzipiert wurde. Denn obwohl die Kamera so klein ist, gibt es hier einen Mikrofonanschluss, einen HDMI-Anschluss, einen USB-Anschluss und die Speicherkarte. Und eben jetzt die Hauptänderung, das wäre das Klappdisplay, was in einen Modus geht, der was natürlich ermöglicht, klar, Selfies. Jetzt Selfies machen oder sich selber filmen, ist jetzt so eine Sache für sich. Ich bin wahrscheinlich auch schon langsam im Altersbereich, wo man das Ganze nicht mehr so braucht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Bereich, der in der Fotografie, in der Videografie immer mehr an Bedeutung nimmt oder mit sich bringt. Und auch wir bei Krolopp und Gerst brauchen sehr viel, wo wir dokumentarisch eben diese kleinen, kompakten Kameras brauchen. Und ehrlich gesagt, ich finde schon toll, dass GoPro diese Qualität der Kameras so hochgefetzt hat. Bloß Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. Sagt man ja auch bei den Autos. So ein bisschen ist es bei den Sensorgrößen eben auch. So, jetzt vorgestellt ist sie. Was ist es? Es ist immer noch eine sehr, sehr, sehr edle Actionkamera, die nur noch im Bundle mit so einem Haltegriff kommt und dergleichen. Wahrscheinlich sollten wir nicht mit den negativen Merkmalen anfangen. Aber ich will trotzdem einfach mal kurz sagen, was mich so ein bisschen an der Kamera stört. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Kurz vorweg, der Hauptunterschied, und das ist sozusagen das, was diese beiden Kameras wirklich großartig unterscheidet, ist, Sony hat es, man muss so ein bisschen sagen, gewagt, 2018 mit einer Kamera auf den Markt zu kommen, die kein 4K aufnehmen kann, außer 4K über den HDMI eben ausgeben kann. Das heißt, diese Kamera war nicht in der Lage, die Mark I Version 4K intern auf eine Speicherkarte zu speichern. Und das ist natürlich für eine Actionkamera, naja, wenn der Monitor zum Aufnehmen von 4K größer ist, um ein Zehnfaches als die eigentliche Kamera, dann brauchen wir auch die Kamera nicht so klein haben. Diese Kamera, und das ist jetzt eben der große Unterschied, Mark II kann intern auch diese 4K und damit ist die Kamera auf dem Stand der Zeit angekommen und auch wirklich vollwertig zu gebrauchen. So, kommen wir zu den angekündigten negativen Merkmalen. Kurzum, ich mache jetzt mal die Kamera an, die Bedienung. Die Bedienung erfolgt über diese Tasten hier außen und diese Tasten hier außen, die sind einfach, boah, das ist schwierig. Also man hat hier ein 1:1 Sony-Menü. Ich schließe jetzt einfach mal die Kamera direkt an unser Schnittsystem an, an den Aufnahmerekorder und wir gucken einfach mal, ob ich so ein bisschen das Menü zeigen kann. Man sieht es jetzt hier auf dem Monitor. Man kann jetzt hier links, rechts klicken und hat das komplette Menü, was man von allen Sony-Kameras kennt. Also wer auch wirklich mit Sony-Kameras arbeitet, der fühlt sich hier sehr, sehr, sehr gut zu Hause. Bloß fehlen einfach die Knöpfe dazu. Es fehlen an der Kamera hinten und vorne Knöpfe. Nächster Negativpunkt, das muss man wissen. Der Audio-Pegel, der muss manuell gesetzt werden. Anders kann man die Kamera nicht pegeln.
Man kann kein Autopegel einstellen. Und ich finde, gerade für eine Vlogging-Kamera, wo man mit Richtmikrofonen arbeitet, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade. Ich zeige einfach mal Folgendes. Also das hier ist das Set, was mit der Kamera verkauft wird. Das ist so ein Bundle. Das ist so ein Handgriff. Dieser Handgriff, der ist relativ klein. Man kann, hat hier auch Knöpfe dran zum Auslösen und Zoomen. Und man kann natürlich auch mit diesem Handgriff die Kamera, ich stelle es mal jetzt hier drauf, positionieren. Das Ganze ist ein Auslöser und ein Mini-Stativ. Und wenn man natürlich noch ein Mikrofon hat, ein externes Mikrofon, darauf ist die Kamera ausgelegt, dann braucht man natürlich auch oftmals eine Halterung für dieses externe Mikrofon. Deswegen gibt es diesen L-Bracket hier. Und ja, ich mache jetzt mal die alte Kamera drauf, damit man die neue angeschlossen haben kann. Und jetzt kommt hier das Mikrofon drauf. Jetzt hier nochmal ein kleiner Toncheck, und zwar mit Wind. Deswegen habe ich mir den Tilo geholt. Aber das ist halt. Also es ist schon deutlich windig. Ein normaler Wind, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall nicht windstill. Und die Frage ist, wie gut ist das Mikrofon jetzt? Und wie gut ist die Kombo? Also ich würde sagen, es ist immer noch ziemlich dufte. Ziemlich dufte. Ziemlich dufte. Und dieses Mikrofon, das haben sie auch alles clever gemacht, ist extra zurückgesetzt hier auf dieser Schiene, damit es nicht vorne reinguckt. Ich schließe jetzt mal alles nicht an. Und wenn man jetzt zum Beispiel filmt, dann hat man hier ein Mikrofon, was so ein bisschen gerichtet nach vorne ist. Das heißt, wenn man sich so einpegelt, dann klappt es wunderbar. Wenn man jetzt aber so ein bisschen mal wegzielt und man möchte hier sprechen, dann ist natürlich der Pegel viel zu leise, weil er aus der falschen Richtung kommt. Und das klappt dann plötzlich so gar nicht mehr. Und das ist super schade. Nächster Negativpunkt, auch kann ich gleich zeigen, wenn ich es da habe. Das Problem mit diesem Standfuß ist einfach, wenn ich ihn hinstelle und ich habe das Mikrofon drauf, ich kann es auch gerne nochmal zeigen, der Standfuß hält nicht, er steht nicht. Man muss also die Kamera vom Gewicht her nach vorne knicken. Ja, und wo die Kamera dann hinfilmt, wenn man sie so hat, das kann man mit eigenen Augen erkennen. Und jetzt kommt noch so ein Negativpunkt, den muss man auch offen und klipp und klar sagen. Die Kamera hat ja einen Einzell-Zollsensor. Das ist jetzt nicht wie eine GoPro so ein Stecknadelkopf. Wenn man diesen Einzell-Zollsensor benutzen möchte, gerade mit einer Blende 4, dann muss diese Kamera sich auch die Zeit nehmen zum Fokussieren, beziehungsweise sie muss auch überhaupt den Sensor fokussieren. Es gibt kein nachführendes Fokus während der Aufnahme. Aber auch dazu gibt es gleich eine kleine Lösung. Aber es wäre natürlich schöner, wenn die Kamera komplett nachfokussieren würde. Ist aber vielleicht auch bei der Sensorgröße mit der möglichen Unschärfe im Nahbereich ein bisschen zu viel verlangt. Ist aber gerade dann kritisch, wenn man zum Beispiel so richtig ins Unendliche fokussiert und dann irgendwie direkt auf was Nahes schwenken möchte, dann ist das eigentlich nicht möglich. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten, wobei auch in der Realität, jetzt muss ich das wieder relativieren, oftmals man ja mit sehr viel mehr Einzelszenen arbeitet. Also es kommt schon vor, auch bei uns, aber man kann eigentlich auch mit vielen Cuts und mit vielen einzelnen Szenen das Ganze relativieren. Warum bei so vielen negativen Merkmalen sollte man sich überhaupt diese Kamera dann zulegen? Das klingt ja jetzt so, als ob ich hier sitze und sage, das kacke, das kacke, das kacke, alles irgendwie blöde. Es ist im Grunde genommen einfach die Qualität der Kamera, die Qualität des Sensors, die Qualität der Aufnahme und die Qualität der Bilder. Der direkte Konkurrenz ist ja hier die GoPro. Jetzt lege ich das mal weg und stelle es wieder ran. Das heißt, wir haben einmal die Kamera und einmal die Kamera. Die Kamera unterscheiden sich natürlich preislich sehr stark, aber das wäre so im Grunde genommen so von der Anwendung der große Konkurrenz. Das ist jetzt die GoPro 7 und das andere ist jetzt die RX 0. Und das Problem ist ganz einfach, dass die Actioncams durch ihren kleinen Sensor immer hinterherlaufen, was Dynamik und was Farben und was auch die Bildqualität gerade im Lowlight betrifft. Nochmals, diese Kamera hier, die RX 100, RX 0, ist die RX 100. Das ist eine wirkliche Fotokamera mit einem 1-Zoll-Sensor. Und das merkt man einfach. Das Ganze haben wir auch mal getestet. Wir sind an reingelaufen mit so einer ganz lustigen Konstruktion und haben einfach mal drei Kameras, unter anderem auch die Sony 7R Mark III, nebeneinander gesteckt und gefilmt. Und man sieht einfach den Unterschied unglaublich.
Diese Kamera kann zum Beispiel auch Kamerafotoprofile. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hoffe, dass man das hier auch über das Menü zeigen kann. Wenn man nämlich auf den Videomodus schaltet, dann geht das Menü hier nicht mehr an. Also, man kann hier auf Fotoprofile gehen und bekommt dann an dieser Kamera ein wirkliches S-Log. Und das ist natürlich eine Hausnummer für sich. Also mit S-Log, mit so einer kleinen Kamera filmen, dann ist es wahrscheinlich bei vorne. Moment. Ah ja, hier. Da ist dann das Picture Profile und da ist in dem Falle schon S-Log 7 drin. Das heißt, es sind die verschiedenen Profile und das wäre schon ein super flaches S-Log-Profil. Und damit kann man natürlich auch ganz anders matchen. Wir gucken uns einfach mal zwei Bilder an. Und dann sehen wir hier GoPro 7 zusammen mit einer richtigen Film-Fotokamera der Sony Alpha 7R III. Wenn man die beiden Bilder hat, dann sieht das einfach so unterschiedlich aus, dass es gar nicht richtig zusammenpasst im Filmerischen. Wenn man jetzt hingegen die Sony 7R Mark III auf S-Log 3, also den besseren S-Log, und gleichzeitig die RX0, also die hier, auf einem S-Log 1 sozusagen laufen lässt, dann kann man diese Szenen unfassbar gut matchen, unfassbar gut zusammenbringen. Und das ist natürlich einfach eine Hausnummer für sich. Bildqualität, Bildqualität, Bildqualität. Diese Kameras nimmt man nicht, weil man einfach nur möglichst wenig Aufwand haben möchte. Objektiv übrigens hat hier 24 mm Kleinbildäquivalent. Hier bei der GoPro sind es ja diese bekannten 17, 18. Müssen wir jetzt mal nachgucken, können wir einblenden im Genauen, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber das ist schon deutlich, deutlich, deutlich weitwinkliger. Liegt aber auch daran, dass man natürlich mit dieser Kamera hier, also mit der RX0, auch fotografieren soll. Eine super schöne Sache, und oh, jetzt habe ich wieder ausgemacht, jetzt muss ich wieder anschließen, es tut mir leid. Finde ich zum Beispiel, dass diese Kamera auch so Funktionen bekommen hat, die ich in anderen Kameras von anderen Herstellern schmerzlich vermisse. Zum Beispiel gibt es hier beim Exposure Menu eine Face Priority in Priority, eine Face Priority in Multimetering. Das bedeutet, wenn ich das hier anmache, dann wird meine Kamera das Gesicht priorisieren in der Belichtungsfindung. Und das ist eine mega tolle Sache, denn wenn ich mich zum Beispiel oder irgendjemanden filme und ich laufe durch die Gegend, dann passiert es ja oftmals, dass ich mich drehe. Plötzlich kommt die Sonne rein. Und dann habe ich das Problem, dass eigentlich die Sonne bei der Multimetering, also bei Mehrfeldmessmethode, dass dann die Belichtung runtergezogen wird, weil ja die Sonne hell ist. Die Kamera möchte ja ausgleichen. Wenn ich jetzt diesen Wert anhabe, dann heißt es so viel, dass die Kamera einfach weiterhin auf das Gesicht belichtet und ein bisschen weniger mit reinspielt, wie das drumherum ist. Wir haben das mal getestet. Unter anderem haben wir uns in Malta hier mit Rahel beim Fotoshooting so ein bisschen bewegt und haben mal geguckt, wie gut das funktioniert, wenn man auch vor allem direkt in die Sonne zielt und direkt in den Himmel zielt. Und erstaunlich. Das ist einfach so eine Sache, die wirklich, wirklich toll funktioniert und die das Leben auch einfacher machen kann. Und ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen hier durch die Gegend, schwenk mal nach unten, damit man oben auch so ein bisschen die Belichtung sieht. Also eigentlich sollte die Kamera auf mein Gesicht belichten. Und wenn ich umherlaufe, dann sollte die Kamera eigentlich auch mein Gesicht weiter belichten. Hier ist der Pool, es ist keiner im Pool, weil es einfach zu kalt ist. Ich kann mal einfach schlagartig, und das ist jetzt sehr interessant, schlagartig einen weiteren Test machen. Und zwar, ich renne mal mit der Kamera. Ich renne mal mit der Kamera in die Sonne. Moment, 3, 2, 1. Sonne! Ralle! Komm doch mal! Ja, jetzt ist die Sonne da. Perfekt. Zack, zack. Wie hat er die Belichtung gemacht? Ich weiß selber nicht, weil ich habe es nicht gesehen. Tschüss. Was zeichnet die Kamera natürlich noch aus? Sie ist auf der einen Seite erstmal wasserdicht bis 10 Meter. Das heißt, man kann mit ihr tauchen gehen. Es gibt aber auch noch ein Gehäuse, wo man mit ihr wirklich tauchen gehen kann, also noch tiefer. Und was die Kamera auch noch auszeichnet, ist, dass sie im Grunde genommen sturzsicher ist. Und zwar aus 2 Meter Höhe. Ja. Aus 2 Meter Höhe kann die Kamera hinfallen und es passiert nichts. Ich möchte das jetzt nicht zu oft machen. Ich meine, das ist ein Holztisch, der sehr weiches Holz hat. Und da wird jetzt aus 10, 20 cm nicht so viel passieren. Aber das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn ein Hersteller sowas auch mitunter reinschreibt und damit auch garantieren muss. Das kommt hinzu. Eine weitere Besonderheit ist der sogenannte Slow und Quick, also Slow und Quick Modus. Das heißt, die Kamera verfügt über eine Funktion,
das Zeitraffer-Modus. Allerdings muss man dazu sagen, auch wieder so ein kleines Nachteil, man muss die Bilder am Rechner zusammensetzen. Sie macht nur Fotos, sie macht kein fertiges Video. Aber sie hat eine Intervallfunktion für Timelapse genau. Und sie hat eben auch einen Zeitraffer. Und sie hat extrem Zeitraffer. 240, 480, 960 Bilder pro Sekunde. Und was das bedeutet, das haben wir einfach mal mit so leichten super Konfettikanonen hier ausprobiert im Studio, beziehungsweise kurz vorm Studio. Das ist einfach unfassbar, welche besonderen Aufnahmen man damit machen kann. Und vor allem durch die Kleinheit ist natürlich möglich, die Kamera irgendwo anzubringen. Wie an dem Fall an der Pistole mit so einem Gaffer drum gemacht oder an irgendwie in einen Ausguss reingelegt und dann irgendwie einen Salat gewaschen. Das heißt, man kann unfassbar viel damit machen. Man muss natürlich sagen, die Auflösung geht runter. Bei 240, 480 und 960 sind jeweils weniger Auflösung verfügbar, also nicht mehr 4K. Und das Ganze geht auch einher mit deutlichen Qualitätsverlusten, weil natürlich die Bitrate ist die Speicherung pro Sekunde, dass die auch nicht mehr wird, ist ganz klar, sondern das teilen sich eben mehr Bilder pro Sekunde, teilen sich die gleiche Datenrate und damit wird jedes Bild ein bisschen schlechter gespeichert. So, die Stabilisierung. Hoben wir uns nochmal die Stabilisierung an. Ich bin nämlich mit wie diesem Kamerageschoss aus GoPro und RX0 bin ich durch die Gegend gerannt. Gott sei Dank war die Kirmes noch nicht eröffnet. Die macht erst am Freitag auf. Und natürlich ist das Ergebnis wie zu erwarten. Die GoPro, die den meisten Weitwinkel hat, hat aber auch mitunter die beste Stabilisierung. Die RX0 muss sich aber definitiv nicht verstecken von der internen Stabilisierung. Und am schlimmsten ist sozusagen oder am schlechtesten, am weitesten abgeschlagen ist da die 7R3 gewesen. Die kommt irgendwie gar nicht hinterher hinter den beiden Action-Cams. Ist natürlich logisch, die sind dafür gemacht, dass sie gar nicht ruhig gehalten werden, während die 7R3 natürlich öfters in anderem Kontext eingesetzt wird. Jetzt hat diese Kamera allerdings noch ein Zusatzfeature. Ich weiß nicht ganz, was ich darüber halten soll, weil ehrlich gesagt, ich finde es nicht sehr gebräuchlich. Man kann Folgendes machen, und zwar, man kann mit dem Handy eine App runterladen. So, da ist es. Und das wäre erstmal die Imaging Edge. Mit dieser Imaging Edge kann man sich die Bilder direkt von der Kamera ziehen. Und in diesem Fall kann man sich sogar die Original 4K-Aufnahmedaten mit herunterladen. Wenn man diese Daten heruntergeladen hat, dann kann man in den Movie Maker Imaging Edge Movie Edit Add-on, boah, ist das ein Satz, gehen. Ich nehme jetzt mal das kürzere Video, dann dauert das weniger. Und dann kann ich diese importierten Video, in diese speziellen Videos, die von der RX0 kommen, importieren in dieses App. Ich kann das Seitenverhältnis festlegen und mir stabilisiert die App nochmal zusätzlich das Video. Warum sollte das man machen? Wir haben das nachgeforscht und zwar, diese App arbeitet mit Zusatzinformationen aus der Kamera. Das bedeutet, da wird nicht einfach nur irgendwie eine Bildanalyse gemacht, sondern da wird mit Gyro, mit Beschleunigungssensorinformationen der Kamera gearbeitet. Also beim Video schreibt sich die Kamera noch auf, wie was wo passiert ist und mit diesen Zusatzinfos wird nochmal eine ganz andere Art und Qualität der Stabilisierung erreicht. Wenn man sich das im direkten Ergebnis anguckt, dann verliert man zwar noch weiter Brennweite, also es kroppt natürlich rein, um zu stabilisieren, aber das Ergebnis ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Im Ergebnis, für mich in der Praxis, wäre allerdings ein bisschen mehr Weitwinkel plus eine interne Stabilisierung. Also das heißt, dass die Kamera das automatisch direkt vor Ort macht, wäre dann doch ein bisschen sinnvoller. Gut. Es gibt noch mal eine Kleinigkeit, die ich auch sagen wollte. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal hier angucken, es gibt noch eine mega coole Sache. Es gibt so Zubehör für diese RX0. Und zwar unter anderem ist da im Bundle, was man ja kauft, dieser Halter und dieser Bracket dabei. Es ist allerdings auch schon direkt ein Ersatzakku mit dabei. Die Akkus, die sehen übrigens so aus. Sehr dünne, sehr schlanke Akkus. Und man hat sich gefragt, was das hier ist, weil ich habe als erstes Mal, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt haben sie aber, jetzt Sony, jetzt drehen sie aber hohl hier, ne? Jetzt legen sie nochmal irgendwie so eine kleine Schatulle mit rein. Aber Pustekuchen, das Ding hier ist der Lader. Und ich finde, das ist echt der schönste. Man sieht hier, das ist der USB-Anschluss. Das ist der schönste Lader, den man haben kann auf diesem Planeten. Also wirklich, das ist der Hammer.
Dieses Ding ist einfach nur grandios. Es ist immer mit dabei, man hat seinen Ersatzakku innen drin, man wechselt den, hängt den irgendwo an so ein Handyladegerät, an so eine Handyladeschale und das Ding wird geladen. Das ist einfach nur wahnsinnig hammermäßig gut. Eine Sache, die ich auch noch zeigen wollte, war folgendes und zwar, ich weiß, jetzt wird. Oh, jetzt bin ich fast dran gekommen. Oh. Thilo, das war knapp, ne? Oh. So, also, jetzt wird er wieder schreien wegen Sensor, aber wir machen ihn wieder sauber. Es gibt natürlich diese bekannten Blitzfüße, die hier oben reinkommen. Und wenn man den hat, dann kann man natürlich die Kamera hier oben ranschrauben. So, Kilo, sieht man das alles? So, und jetzt hat man im Endeffekt eine 1 Zoll auf einer Vollformatkamera. So, so sieht es aus, wenn es sich dann dreht. Ich stehe es mal so hin. Und jetzt kann man sagen, ja, was soll das? Was soll eine Kamera auf einer Kamera? Aber das Interessante ist, mit diesem speziellen Sony-Kabel, man müsste einblenden, wie das heißt, kann man Folgendes machen. Und zwar, man kann die Kamera simultan auslösen mit der unteren Hauptkamera. Das bedeutet, man geht in den unteren Eingang bzw. in den USB-Multi-Hotshoe-Port oder wie der auch immer heißt, der Alpha 7R. Und jetzt hat man plötzlich die Fähigkeit, dass diese Kamera die obere Kamera mit auslöst. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt Videos machen möchte von den Sachen, die man fotografiert, oder man möchte zum Beispiel immer noch mal einen Ersatz- oder eine Backup-Weitwinkelaufnahme haben, dann kann es sehr, sehr, sehr handy sein. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die schon einen Unterschied machen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Kreative, die gerne mal einen Weitwinkel auf der Kamera mit der gleichen Position, wie sie selber fotografieren, doch schon gerne mit hätten. Ist trotzdem super lustig. Man muss sagen dazu, es gibt so ein bisschen, also es ist ein kniffliges Chaos, dass man die richtigen Modi eingestellt hat. Also das ist noch, was wahrscheinlich Sony noch ein bisschen mit den Firmware-Versionen verbessern muss. Wenn man nämlich hier zum Beispiel im Videomodus ist und unten im Fotomodus und man drückt den Auslöser, dann passiert was anderes oben als unten. Also da muss man ein bisschen aufpassen. So. Das wäre es eigentlich von meiner Seite aus erstmal. Also, was ich gesagt habe, ist, ich finde es super toll, dass sie es mitliefern. Allerdings ist unser Joby Gorilla Pod, der hier, hallo, ist echt wie so eine Puppe, ne? Das ist dann doch irgendwie noch etwas lieber. Vor allem, wenn man in eine höhere Position kommt und man hat nicht immer so diese Nasenlöcher, Fotografie oder Blocks, die, wenn man das Ding auf den Tisch stellt, irgendwie nach oben filmt die Nase. Das ist super schön, aber die Kamera, die hat es eben in Sicht. Wir haben heute Morgen übrigens fotografiert in Solingen und wir haben einfach mal mit der RX0 so ein bisschen das Ganze begleitet. Ich habe so ein bisschen gevloggt. Ich hatte natürlich etwas andere Dinge zu tun, als nur mit der Kamera rumzurennen, aber trotzdem gucken wir uns jetzt hier zum Abschluss dieses Videos einfach mal so ein bisschen noch das Vlogging von heute Morgen an. Ich hoffe, es gefällt und damit sage ich Tschüss. Viel Spaß beim Fotografieren. Jetzt hatte ich hoffentlich alle Vor- und Nachteile dieser Kamera genannt. In diesem Sinne, Sayonara. Tschüss. Guten Morgen. Ja, erstmal Kaffee. Oh, you switch it off? No, it's still on. Guten Morgen. Ins Auto. Amandine muss Koffer einladen. Was ist Koffer? Exactly. You are ruining my car. No, I'm not ruining the car. Your car is ruining me. Perfect. Light stands. Tripod. Und können die Leute arbeiten lassen. So muss sein. Oh, Thomas. Shoplog. You. Are you ready for your working day? Ja. Musst du kein Deutsch sprechen? Auf dem Vlog. Nein. Okay. Ja, I'm hyped. Okay, cool, perfekt. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg
zur Location und no, fuck. Solingen. Ja, Ausfahrt verpasst. Scheiße. That was wrong, because... Oh. Heute werden wir ein bisschen fotografieren in einer ganz tollen Location und das wird spannend. Es ist ein super schöner Tag. Wir haben 3,5 Stunden Zeit mit einem ganz außergewöhnlichen Modell, der Nadine. Und ich werde so ein bisschen was mal klappern hört im Hintergrund, das sind die Stative. Ich werde so ein bisschen probieren, mit Licht zu spielen. Ich habe da so ein paar Ideen, die würde ich gerne ausprobieren und mal gucken. Aus so einem filmerischen Bereich mit Sunscreening und mit Diffusoren zu arbeiten. Also das ist heute, was wir tun werden. Und gleich sind wir in der Location. Können vorher aber noch mal eine Flasche Wasser holen. Vergisst man ja oft, dass man auch was trinken muss, wenn man fotografiert. Guck mal, Nadine, in der Location drin. What? Wir müssen uns umdrehen mit dem Licht. What? Moment, da ist die schöne Kuckuck. Frau. Kuckuck. Aber krass hier, ne? Ja, richtig krass. Ich würde hier gern wohnen, auf jeden Fall. Ich auch. Der Hammer. Also, das ist mal wirklich total abgefahren. Anfangen tun wir meistens mit der Besprechung der Location, welche Outfits. Oh, jetzt ist zensieren. Das wollte ich sagen. So, zensiert. Man fängt immer mit der Besprechung der Location an und macht sich dann auch einen Plan, was man machen möchte. So sehen unsere Pläne aus. Moment. Wir sind schon hier beim zweiten Set. Mondin ist fleißig am Fotografieren. Und wir haben jetzt hier den großen Blitz aufgebaut mit den Blitzen. Und jetzt wird in den Sunscreen, ich kann es mal zeigen, in den Sunscreen hinein geblitzt von zwei Seiten, damit wir diese riesen Fensterfront, die da hinten ist, damit wir die ausbalanciert bekommen. Vorbei ist es. So ist es. Schnell war es. Schnell und schmerzlos. Schnell und schmerzlos, sagst du. für sie war es schmerzhaft, für mich war es schmerzlos. So sieht's aus. Aber niemand hat gesagt, dass Modeln einfach ist, ne? Ja. Wenigstens heute kein Fitnessstudio, Nadine. Brauche ich sowieso nicht, ne? Wir haben zwischenzeitlich aufgehört. Es ist 1 Uhr. Und alles war so wie geplant, voller Erfolg. Was man noch dazu sagen muss, ist natürlich, dass hier das Licht natürlich einsame Spitze ist. Wir haben hier viel mit Reflektor gearbeitet, mit Diffusor, um einfach noch dieses Fensterlicht noch ein bisschen noch schöner zu machen. Und ich glaube auch oder hoffe, dass unser Model jedenfalls zufrieden ist mit den Ergebnissen. Ich bin es definitiv. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier aufräumen, wir müssen noch ein bisschen Video machen, also nicht so ein Vlog-Video, sondern wir müssen noch ein bisschen Block richtig Video machen und dann können wir nach Hause tuckern. Dann wär's auch wieder schon. Let's call it a wrap. Noch nicht. Bald. Ich hätte gar keine Lust auf so einen Block. Quatsch. Viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend, so ein Blockquatsch. Ja. Ja, so ein Blockquatsch ist halt auch nichts für schwache Nerven. Da muss man halt richtig was drauf haben. So ja, mit so Spannung richtig. Und so. Die sind auch cool geworden, ne? Ja. Mega cool. Tada! Wer sich jetzt übrigens fragt, wo wir hier gerade sind, The Adams Loft. Moment, wir können ja hier mal ganz kurz, hier gab es noch in Solingen wohlgemerkt. Hier gibt es sogar Aufkleber. Moment, vielleicht kann man das mal ranhalten. Das ist The Adams Photography. Ein Pärchen, was hier eingezogen ist und ihre Bude an kreative Leute hergibt. Also das ist jetzt zwar Hardcore-Werbung, obwohl wir dafür gezahlt haben, aber es ist auf jeden Fall wert. Also Leute aus dem Bot
auf jeden Fall hinkommen. Leute aus Nichtpott auch mal hinkommen. Ist hier Bergisches Land? Hier ist Bergisches Land. Hier ist Bergisch Land. Okay, way back to Cologne. Gesunde Ernährung bei Krolob und Gerst, mal wieder. Jojojo. Das macht die Dame mit gesunder Ernährung. Say it. Healthy food. Ah ja, healthy food. En français? De la nourriture très saine. Le repas le plus sain qui soit. Okay. I should have said like... très beaucoup pour la santé. Très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Oui, non, vraiment. Achtung. Achtung. Photographie. Hello, back in Cologne. And I'm talking alone in the street right now. It's wonderful.